wenn eine Person das Fasten beabsichtigt zu unterbrechen. Also sie hat diese Absicht gehabt, dass sie fastet. Und dann im Laufe des Tages sagt sie, ich will jetzt dieses Fasten beenden. Ja, ich faste nicht mehr weiter. Und sie macht diese Absicht, dass sie mit dem Fasten aufhört. In diesem Fall sagen wir, durch die Absicht ist dein Fasten gebrochen. Also beispielsweise eine Person ist im Ramadan. Und sie hat einen Freund, der sie überredet, komm, brich dein Fasten, wir gehen was essen. Und er sagt, okay, ich breche mein Fasten. Er hat diese Absicht jetzt gemacht, sein Fasten hat er hinter sich gelassen und will jetzt zu einem Laden gehen und dort essen. Und er hat diese Absicht gemacht. Und dann geht er zu dem Laden und der Laden ist zu. Und dann sagt er sich, okay, der Laden ist zu, ich faste doch weiter. Ja, ich habe ja jetzt nichts gegessen und getrunken. Dann sagen wir, du musst weiter fasten, aber der Tag ist ungültig. Warum? Weil du dein Fasten gebrochen hast durch die Absicht, dass du dein Fasten nicht mehr weiterführst. Das heißt, dein Fasten ist jetzt hier gebrochen. Das ist aber, oder jetzt eine Gegenfrage. Was ist, wenn eine Person zum Beispiel ein freiwilliges Fasten fastet? Also zum Beispiel ist es jetzt ein Montag und sie fastet, war aufgrund von diesem Montag. Und im Laufe des Tages sagt sie sich, das Fasten ist heute sehr schwer, sprich erstmal das Fasten ab. Ja, ich faste Donnerstag wieder. Und dann geht sie zur Küche und merkt, sie hat kein Essen zu Hause. Und denkt sich, überlegt sich, bis ich jetzt Essen gemacht habe, kann ich auch fasten. Und dann sagt sie, ich faste weiter. Gültig oder nicht? Bei dem Pflichtfasten muss die Absicht die ganze Zeit da sein. Warum? Die Absicht muss in der Nacht zuvor getroffen werden. Und wenn eine Person hier diese Absicht sozusagen unterbricht, ist das Fasten gebrochen. Aber wenn diese Person freiwillig fastet, sie darf so oder sowas auch inmitten des Tages diese Absicht machen. Mit welcher Bedingung? Dass sie nichts gegessen hat. Also kann sie nicht beispielsweise sagen, ich faste heute freiwillig und dann sagt sie, okay, ich breche jetzt mein Fasten. Und sie hat diese Absicht. Und dann geht sie zur Küche und isst was Kleines. Und dann sagt sie sich, okay, so viel Hunger habe ich doch nicht. Ich faste jetzt weiter. Kann sie jetzt sagen, okay, das ist ein freiwilliges Fasten? Nein. Weil jetzt hat sie was? Jetzt hat sie schon gegessen. Aber wenn sie nicht gegessen hat, dann kann sie das machen. Aber wo behält sie den Lohn oder ab wo bekommt sie den Lohn für ihr Fasten? Ab dieser zweiten Absicht. Weil das erste Fasten hat sie jetzt ungültig gemacht. Hat sie ungültig gemacht. Hier ist auch eine sehr wichtige Sache. Wenn wir sagen, dass diese Person beabsichtigt, ihr Fasten zu brechen, dann meinen wir auch wirklich damit, dass sie zu diesem festen Entschluss gekommen ist. Nicht eine Person überlegt, das Fasten abzubrechen. Das bricht nicht das Fasten. Also beispielsweise eine Person ist im Ramadan und sie überlegt, sich das Fasten zu beenden. Das bricht nicht das Fasten. Das bricht nicht das Fasten. Was das Fasten bricht, ist die Absicht, das Fasten zu brechen. Also sie hat diese feste Entschlossenheit in ihrem Herzen, ich höre jetzt auf zu fasten. Ja? Diese Absicht sorgt dafür, dass ihr Fasten ungültig wird, aber nicht dieses bloße Überlegen. Ja, ذاكر الأصحاب, komm متأدباً.